Moin, Hinterlo, und doch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Team Fortress 2. Und ich weiß, irgendwie kommt Team Fortress 2 jetzt fast schon regelmäßig. Aber naja, seitdem Fraps jetzt ja wieder vernünftig läuft mit der neuen Grafikkarte zusammen, passt das sehr gut. Und da ich jetzt gerade auch Team Fortress 2 so spielen wollte, ganz normal, ohne Aufnahme, aber dann auf viel, bei Spielbeginn gibt es auf einmal diesen Modus, der Manpower heißt. Oder Manpower, obwohl das dann ja nicht mit Doppel eingeschrieben wäre. Auf jeden Fall ja ein neuer Modus, der beschrieben ist mit Verwenden Sie Power-Ups und Ihren Kletterhaken, was ich sehr interessant finde, in der neuen Art von CTF, was Capture the Flag heißt. Und ja, ich bin wirklich sehr gespannt, was dabei jetzt rauskommen wird. Ich habe es noch nicht angetestet, habe es gerade nur ganz spontan gesehen, mir gedacht, komm, schmeißt mir die Aufnahme an. Und ja. Aber ich habe schon gesehen, dass hier steht, für sehr erfahrene Spieler. Unten. Ja, das Beschreibungsmuster passt hier auf jeden Fall sehr gut. Ich bin ein unglaublich erfahrener und unglaublich guter Spieler. Nicht wirklich. Aber naja, wir starten mal rein und gucken, wie es wird. So, und da sind wir auch schon im Spiel. Und wie man sieht, benutzen wir gerade scheinbar schon die ersten, irgendwie diesen Enterhaken. Ich habe ihn jetzt auch. Oh Gott. Oh, was? Wieso kann ich in Spawn rein? Ach du Scheiße. Haben wir verloren. Was? Ja, auf jeden Fall. Ingenieur habe ich gerade wieder ausgerüstet, weil ich einfach wieder Lust hatte, den zu spielen. Habe ich nicht seit langer Zeit nicht mehr gemacht. Und ja, Pomsen, keine Munition, Projektil, bla bla bla. Und ich habe auch den Enterhaken. Und, um den zu benutzen, müssen wir die Aktionstaste gedrückt halten. Ich rate einfach mal. Oh Gott. Was ist denn das? Hilfe. Ich rate einfach mal, dass das vielleicht. Ja, das war auf jeden Fall gut getippt. Moment. So. Aktenkoffer, Verspottung. Ah, Gegenstand im Aktionsslot. Verwenden. Ha. Ah, gedrückt. Oh, das ist ja. Das ist ja nice. Na, Jungs. Oh. Oh Gott, das soll ich vielleicht nicht unbedingt so. Gesundheit. Das soll ich vielleicht nicht unbedingt so machen, dass ich mich in der Luft fallen lasse. Ist wohl eher dumm. Aber grundsätzlich scheint es auf jeden Fall schon mal recht interessant zu sein. Denn Enterhaken sind cool. Ja, so viel kann man auf jeden Fall schon mal festhalten. Oh Gott. Ich kann mit so einer Waffe gar nicht umgehen, aber die war gerade in meinem Inventar ausgerüstet. Also ich habe mir gedacht, komm, fuck it, lass die einfach mal drin. Aber das wird scheinbar echt nichts. So. Vielleicht kriege ich ja irgendwas damit hin. Ich will wenigstens irgendwie mal da damit treffen. Ich glaube, der war von uns. Oh Gott! Alter! Puh. Fuck, ich hätte gedacht, der wird ja immer. Oh Gott, bei seinem Geschütz. Alter. Nein, mach das nicht mit mir. Böse Menschen. So. Moment. Ah, ich will irgendwie mal eben kurz was anderes haben. Schaden wird als Munition zurückgeben, kein Nachladen notwendig. Ich nehme mal den. Das wirkt für mich am. Nein. So. Am simpelsten. Was stand da gerade eben? Egal. Jedenfalls haben wir jetzt ganz viel Stuff dabei, den wir auch sonst dabei haben. Wieso erwähne ich das? Nix, keine Ahnung. Machen wir einfach mal. So. Hoch. Kann man auch hier hoch? Ach, das ist ja. Wie hoch kann man denn? Ich glaube, das war der, der uns gerade eben auch schon getötet hat. Holy crap. Das geht. Das ist ein ganz schön schnelles Gameplay durch den Enterhaken. Hat aber auch eine nette Dynamik. An sich und in sich. Und für sich und bei sich. Und diese Waffe gefällt mir eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen. Crap. Das war knapp. So, aber okay. Ich glaube, ich habe es zumindest irgendwie im Ansatz verstanden. Ach, wir bekommen sogar. Wir bekommen sogar, wenn wir Schaden machen, Gesundheit zurück bei dieser Waffe. Also das ist dann doch sehr nett. Jetzt
ziehen wir uns einfach mal schnell hier rüber. Ballern hier drauf. Ach, Mann. So, und weg. Und, oh Gott. Ach, du Scheiße. Was zum... Holy... Motherfucking... Mo... Gott. Was passiert hier? Ich habe nicht mal geguckt, wo überhaupt die Flagge ist, die wir hier capturen sollen. Oder das, was auch immer wir capturen sollen, ist. Und ich soll eigentlich auch mal einen Teleporter irgendwo hinstellen. So. Eingang. Bitte. Nee, stimmt. Geht im Spawn nicht. So war das. Teleporter wird aufgestellt. So. Ich muss echt sagen, die Waffe gefällt mir gut. Diese hier ist... Ah, die verbraucht auch irgendwie Schrott. Also, Schrott? Oder... Jetzt habe ich keine Munition dafür mehr. Ist ja super. Geil! Jetzt nur noch die... geht doch. Nein, ich habe keine Waffe ausgerüstet. Ist doch sehr nett, dass du mich jetzt einfach tötest. Wie kannst du dir das mal erlauben, Mann? Ist ja voll sad. So. Klangen wir hier mal ein paar Mal drauf, bevor wir jetzt noch in die Action reingehen. So, dann können wir mich einmal hier kurz wieder den Kram nachfüllen. Dann wieder los. Ja, das ist schon cool. Muss ich sagen. Obwohl ich ja im allgemeinen Fan von, ja, schnell wie zum Endhaken-Kram bin oder sowieso in diesem naja, etwas schnellerem Gameplay und etwas, keine Ahnung, etwas coolerem Gameplay klingt blöd, weil wer sollte bitte Fan von Gameplay sein, das in seiner Ansicht nicht cool ist? Ja. Das ist auf jeden Fall eine starke Definition. Oh Gott. Also so ganz dürfte funktioniert es auch noch nicht. Sehr schön. Ich stelle gerne feindliches Geheimmaterial sicher. Ich habe ein bisschen Angst wegen des Turrets, ne? Wegen des Turrets? Ja, nicht so. Hi, na, wie geht's dir sonst so? Alles klar bei dir? Jetzt holt er seine Waffe raus. Jetzt bei mir gleich nicht mehr alles klar. Scheiße. Scheiße. Ich war hinter dem mit einer Schrotflinte und hab's nicht geschafft. Na super. Oh Gott, das ist dann doch ein bisschen zu schnell und zu abgehackt von der Steuerung hier. Als dass ich da irgendwas Vernünftiges hinbekommen könnte. Das ist keine. Nee. Ein bisschen Angst und Sorge. Nein, hinter mir ist auch noch irgendwer. Dann sterbe ich wohl. Ach Gott, ey. Ja, für sehr erfahrene Spieler, wie gesagt. War auf jeden Fall eine gute Wahl. So, ich soll mich jetzt echt mal darum kümmern, hier dann gleich mal meinen Teleporter irgendwie fertig zu bauen. Ja, ich dachte schon. Ich dachte schon, es sei ein Spy, dabei waren es gleich drei. Ja, ja, doch. Teleporter wird aufgestellt. So, dann haben wir wenigstens schon mal einen Teleporter fertig. Das Rache-Power-Up, okay. Und das ist zu finden, wo genau? Wenn ich fragen dürfte. Macht das überhaupt Schaden? Ich habe irgendwie nicht das Gefühl. Oder zumindest habe ich das Gefühl, dass das irgendwie keine Reichweite hat. Mann, lass mich doch mit deinen Fäusten. Nein, Mann. Ich glaube, es macht gar keinen Schaden. Ich glaube, das wahre Geheimnis dieser Waffe ist, dass es eigentlich gar keinen Schaden macht. Illuminaten. Verdammte Illuminaten. Doch, ich glaube, ich habe
Obwohl, vielleicht hat er auch von dem anderen nur Schaden bekommen, man weiß es nicht. Es sind alles Mysterien. Große Mysterien. Moment, ich sollte mir vorher wirklich mal die Waffenbeschreibung durchlesen. Roboterarm, alternative Feuermodus, keine nach der Note, keine zufälligen kritischen Treffer. Pro Schuss Munition und alles Munition. Irgendwas wird's wohl schon machen. Irgendwas. Oh, das war gut. Also gut im Sinne von, ich bin nicht auf den Boden geklatscht und fast komplett gestorben. Knockout, Power Up, yay, was auch immer das bringt. Hey, willst du mich auch? Ja, du willst mich wegschießen. Schade, aber. Wieso habe ich noch so wenig Leben? Oh, oh Gott, ist immer noch da. Holy shit. Okay, jetzt weiß ich, wofür das Power Up gut ist. So, einmal Heilung mitnehmen und dann haben wir jetzt ein Power Up. Jo, 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 ich komm schon. Komm her, Mr. Spy. Stirb, Mr. Spy. Was war das? Wo ist der? Wo ist der? Hi! Ja, sehr gut. Ich wechsle mal eben lieber auf eine bekannte Klasse, sonst wird das gar nichts und ich, ja. Moment, ich habe ihn noch gar nicht. So. Jo. Hätten wir das auch, denke ich. Ja. Ah, können ein bisschen schneller ausfahren, sie enthaken meiner Meinung nach. Ja. Ja, sehr schön. So spielt man dieses Spiel. Alter. Ah, sehr schön. Der Rückenschmorer. Ich liebe ihn doch. So. Ja, irgendwie mit dem Pyro bin ich da doch etwas gewohnter dabei. Mit dem kann ich auch richtig schön einfach durch die Gegend sprayen und irgendwas treffen. Das ist immer das Wundervollste für unglaublich erfahrene Spieler, wie es hier in der Beschreibung auch steht. Na komm. Ah, ja, ja, ja. Ah, schön. Schön, schön, schön. Was heißt eigentlich dieses Teil bei meiner Gesundheit? Ich meine, es ist ein Power-Up, das habe ich verstanden, aber was für ein Power-Up? Och, nice. Was für ein Power-Up das jetzt ist, das weiß ich wiederum nicht. Ah, das war auch schön. Ich weiß nicht, irgendwie der Pyro ist dann doch etwas nicer dabei. Ach du Scheiße, ich werde sterben. Obwohl man ja doch schon ziemlich schnell ist, muss man sagen. Mit dem Enthaken. Sieht auch irgendwie behindert aus, wie diesen Soldier irgendwie mit dem Enthaken da galant durch die Lüfte der Map zu fliegen vermag. Na komm. Wo bin ich überhaupt? Oh, ja, jetzt werde ich sterben, weil der eine Schrot hat. Oder auch nicht, weil er mir nicht folgt. Dann eben nicht. Dann eben nicht. Interessiere dich einfach nicht für mich. Schon okay. Schon okay. Ich glaube, ich habe nicht mal getroffen, oder? Oh, still. Oh. Hi! Gott, wieso wechselt er nicht die Waffe? Nein, so. Hi. Gegen der Krebs an der... Okay, das tut mir jetzt ein bisschen leid. Aber nur ein bisschen, denn es war der Gegner. Hey! Ach du Scheiße. Einfach mal mitten in die Minigun vom... Ja, ja doch, ich bin ein Profi. Ein Vollprofi. Ist es doch mal... Nee, ist nicht mehr meins. Egal. Hi. Ja, wenn das Feature ein bisschen weiter ausgebaut wäre, würde ich es auf jeden Fall auch im Normalspiel. Naja, zumindest einen Modus durchgehend damit gerne haben. Immer wenn, glaube ich, doch etwas
Vielleicht, also in allen Modi. Als Standardausrüstung. So, irgendwas war hier doch noch eigentlich das Spiel. Nein. Egal. Eigentlich will ich schauen, was jetzt noch gerade spezifisch hierfür war. Aber das weiß ich natürlich so aus dem Kopf, weil ich ein sehr erfahrener Spieler bin. Ich verweise immer wieder gerne auf die Beschreibung. So, jetzt dahinter und dann... Ah, wundervoll, diese ganzen Crits. Ich liebe es. Und auch hier wieder... Gut, das hat nicht mal was von hinten gebraucht. Das hat auch so gereicht. Hi! Und tschüss. Daneben nicht. Hm. Muss ja nicht. Oh Gott! Nein, 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 nein. Doch lieber nicht, doch lieber nicht, doch lieber nicht. Ach, scheiße. Oh Gott! Mann! Alter! Fuck, erstmal voll übersteuert. Ha! Schon das zweite Mal, dass ich mich jetzt hier voll erschrecke. Was ist denn das? Ist ja grauenhaft. Aber ich glaube, es passiert einfach viel schneller dadurch, dass jetzt echt alle Gegner spontan mal eben durch diesen Enterhaken überall hin können. Und eben auch an Orte, wo man eigentlich denkt, man wäre sicher. Das war echt überraschend. Was ist denn los? Ich glaube, die Uhrzeit macht es doch einfach. Dass ich so seltsam bin. Nein. Nein. Oh Gott. So, es ist momentan ja. Kann ich eigentlich. Guck mal, einfach. So. Bin ich gerade eben. Nee, doch, ich dachte, ich wäre durch die Decke gefallen. Das kann ich einfach mal videomäßig so zwischendrin einwerfen. Gegner oder Freund? Gegner oder Freund? Hm, jetzt eh weg. Ah, Freund. Es sind ja gerade wieder. Es ist ja gerade wieder videomäßig doch recht, rare gesät von den Uploads her. Nee, danke, doch eher nicht so. Und das liegt. Ach du heilige Scheiße. Das liegt doch eher momentan da dran. Warte doch. Nun warte doch. Ach Mann, da will er einfach nicht warten. Oh, hi! Oh, das war nett. Nette Begegnung. Oh, da war er. Da war er. Warte doch, Mann! Was geht denn jetzt wieder ab? Holy crap. Ja, das liegt einfach daran videomäßig, dass ich da einmal momentan an der Warframe Montage noch ein bisschen dabei bin. Wo ich auch so ziemlich fertig bin. Eigentlich fehlen noch zwei Szenen. Also eigentlich noch eine, aber bei der einen, war ich nicht zufrieden. Deswegen will ich auch mal verändern. Dann das Ganze durch ein bisschen weiter zusammenpacken und mal ein bisschen weiter aufeinander abstimmen, szenenmäßig. Ach, das war nice. Ich warte doch. Oh, was war das? Oh. Okay, das war awkward. Ich verliere immer wieder den Faden, wenn ich hier live spiele und währenddessen irgendwas richtiges erzähle, also irgendein richtiges Thema. Ja, und daran bin ich momentan eben noch am herumknuspern. Und dann eben noch, die Makrofone-Trolls, die jetzt, Anfang Dezember kommen werden. So viel kann ich eigentlich schon mal etwas garantieren oder zumindest irgendwie im Dezember. Im Verlauf des Dezembers. Ja, dann stirb einfach, bevor ich bei dir bin. Auch okay. Ja. Oh, holy shit. Von wo kam der denn bitte schön? Wie sagt er so viele Fliegen? Wie seid ihr überhaupt fliegen, ist die Frage. Ja, die Makrofonen-Trolls sind momentan auch noch in der Produktion. Und... Und... Ja. Das ist eigentlich erstmal so das für die nächste Woche und Anfang Dezember. Und außerdem bin ich auch bei Minecraft Alliance ist noch ein bisschen am... herumplanen für die nächste Folge und auch bei der Animation wollte ich eigentlich noch Kram zusammensuchen. Was ich bisher noch nicht gemacht habe. Und ja.
Das ist einfach mal so zwischendrin der aktuelle Stand der Dinge. Und ich würde mal sagen, die Folge ist jetzt auch auf jeden Fall lang genug. Ich weiß zwar gerade nicht, wie lange diese Runde noch geht, aber sonst wird das wieder eine ewig große Datei. Wir sind jetzt nämlich, soweit ich das sehe, schon über 20 Minuten. Weiß ich nicht. Genau. Irgendwie so bei rum. Ich glaube, es ist etwas mehr als 20 Minuten. Und daher würde ich mal sagen, machen wir noch bis zu unserem nächsten Tod vielleicht. Außer die Runde hört es gleich auf, aber davon weiß ich jetzt gerade nichts. Ja. Ja, ja, doch. Sehr schön. Ja. Ja, klar. So mag ich mein Spiel. So macht das Spaß. Und ja, ansonsten tue ich auch jetzt videomäßig das andere. Bleibt natürlich soweit grob erstmal bestehen von dem, was ich da im Network Overview angekündigt habe. Mit der Übersicht für dieses und letztes Jahr. Und ja. So ist das. Und so ist dies. Sehr schön. Oh Gott! Alter! Mann! Das dritte verfickte Mal in dieser Runde. Ich meine natürlich das dritte, sehr ärgerliche Mal in dieser Runde, dass ich mich einfach voll erschrecke, weil irgendjemand durch diesen scheiß Enterhaken direkt hinter mir steht und mich dann irgendwie voll wegrotzt. Mann! Ja! War sein Gesicht gerade eben in meinem Gesicht? Das war creepy. Oh, was ist das? Alter, was war das? Ich glaube, ich habe meinen Enterhaken an ihm befestigt. Oh Gott. Ich war einfach in ihm. Mein Gott, was ist denn das? Diese seltsame Runde. So. Aha. Nein. Okay, das ist gerade ein bisschen traurig. Ich hatte gerade doch Spaß in dieser Runde. Aber jetzt wurde er mir einfach zunichte gemacht von diesem blöden Soldier. Und jetzt bin ich irgendwie hier, was ich gar nicht wollte. So. Ja. Das war's mit The Fall von Team Fortress 2. Wir haben ja ein bisschen in diesen Capture the Flag Modus reingeschaut. Ich habe wie auch in den letzten beiden Folgen nicht wirklich verstanden, worum es hier geht. Ich bin ein Profi. Und, ja gut, es geht um irgendwie geheime Daten, die man hier von Ort zu Ort bringen muss. Oder beziehungsweise ja, beschützen muss. Die sind nämlich top secret und wurden fast gestohlen, aber ich habe sie bewacht, weil ich nämlich natürlich die ganze Zeit über verstanden habe, worum es hier geht, nur ich wollte damit gerade eben nochmal darstellen, ja. Ich weiß eigentlich nicht, habe mich aber extra geplant dahingestellt, weil ich schon gewusst habe, da war gerade ein Scout auf dem Weg und naja, ich wollte ihn nur abfangen. Deshalb ist das alles Taktik, alles Teil meiner wundervoll guten Taktik. Und ja, daher kann ich mich jetzt auch beruhigt verabschieden. Sagen, das war's von dieser Folge. Einfach noch einmal, obwohl ich es gerade eben schon gesagt habe. Bleib bitte weg. Bleib bitte weg! Ja, und meine Gefühle, die wurden wieder verletzt. Deshalb sage ich jetzt in voller Trauer. Bis dahin. Und ciao.